In letzter Zeit merke ich sehr oft, ich fahre in die Stadt und mich überkommt schon ein Gefühl, schon wenn ich hin will, soll ich wirklich dahin? Eigentlich will ich da gar nicht hin. Und jedes Mal, ich gehe trainieren oder einkaufen oder sonst irgendwas, ich mache mein Ding, mich gucken die Leute an, wie als wäre ich von einem anderen Planeten. Überall ist diese Aufmerksamkeit, überall sind diese Menschen, überall sind diese Vampire, die ständig die Aufmerksamkeit wollen. Und was ich dir damit sagen will, ist, wenn du jemand bist, du arbeitest an dir, arbeitest an deinem Äußeren, an deinem Inneren, an deiner Seele, an jedem Aspekt, den du dir vorstellen kannst. Du arbeitest einfach hart an dir selbst, ja, und andere Menschen sehen das. Die sind natürlich gerade jetzt in den Zeiten da total angezogen davon. Weil so viele wie Zombies und Roboter und Kaputte da rumlaufen und auf einmal kommst du. Jemand, der eine Ambition hat, jemand, der, what the fuck, der sieht komplett anders aus, der ist ja etwas komplett anderes, läuft anders, redet anders, denkt anders. Und was ich dir damit sagen will, wenn du so jemand bist, keep it low, weil das sind jetzt nicht unsere Zeiten. Wir müssen unten bleiben. Wir müssen, was heißt unten bleiben? Wir müssen humble. Wir müssen ruhig bleiben. Weil überall sind diese Energievampire. Überall sind diese Frauen laufen mir hinterher. Ich gehe einkaufen und jedes Mal an der Kasse, jedes Mal, ich schwöre es, steht hinter mir eine Frau, egal wie alt. Aber mal eine junge, mal eine ältere, mal so wie meine Mutter so alt oder sonst irgendwas. Es ist crazy. Es ist crazy. Du arbeitest an dir, du machst NoFap, du machst Spirituelles, du machst Reflexion, introspektive Sachen, wo du wirklich in dich gehst und wirklich alles hinterfragst und wirklich dein komplettes Wesen hinterfragst. Und die Leute merken das, die merken diese Aura. Deswegen, wenn du ein Mensch bist, du hast eine sehr starke Aura, du hast einen sehr starken Charakter, du hast einen Charakter, du bist jemand, du bist etwas, dann sei smooth, sei ganz vorsichtig jetzt in der Zeit, weil sehr viele Vampire rumlaufen, sehr viele Lost People rumlaufen, jeder will irgendwas, jeder will deine Aufmerksamkeit gefühlt. Und keiner kommt klar. Deswegen ist es jetzt die Zeit, mehr in dich zu gehen und mehr, noch mehr an dir zu arbeiten und darauf zu scheißen, auf diese ganze 3D-Welt. Komm mehr in die 5D-Welt, in die Liebe, in die Akzeptanz, in die Anerkennung deiner selbst und schätze dich mehr und scheiß drauf. Ich merke das dann auch. Ich muss dann Sacrifice machen und muss dann sagen, dann scheiße ich drauf, dass ich ins Fitnessstudio gehe und gehe halt nur noch laufen und mache mein Schattenboxen. Habe ich halt keinen Sandsack und juckt mich nicht. Was heißt juckt mich nicht? Ich bräuchte das schon, aber im Leben musst du Dinge opfern. Und dazu gehört, wenn du aufs nächste Level willst und sagst, ich habe keinen Bock mehr auf Negativität. Achte auf dein Umfeld, achte darauf, wo du herkommst, wo du wohnst, mir egal, wo du herkommst. Nur achte darauf, wenn du, keine Ahnung, du gehst ins Fitnessstudio, du gehst in die Schule, du gehst dein Ding machen und überall sind diese Personen, überall sind diese Menschen, die gucken dich an, die fragen dich aus, die reden hinter deinem Rücken über dich und wie als wärst du etwas ganz, ganz Besonderes, nur weil sie nichts für sich haben. Aber es ist okay. Arbeite noch mehr an dir und mach es diesen Menschen schwerer, indem du einfach sie komplett ignorierst und dein Ding noch mehr durchziehst, weil es ist nicht die Zeit, jetzt deine Zeit zu vergeuden für andere Menschen. Du musst an dir arbeiten, du musst erfolgreich werden, weil es passieren so viele Dinge in der Welt, so viele Menschen verlieren ihre Jobs, so viele Menschen haben Existenzängste, es ist keine Zeit mehr.
Die Zeit rennt davon, deswegen arbeite an dir. Peace.